Board and Board BMX. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sport Import BMX. In der heutigen Folge geht es um den No-Hander, genauer gesagt um den Tuck No-Hander. Das ist ein sehr beliebter Trick und außerdem ein tolles Motiv für Fotos. Ein weiterer Vorteil dieses Tricks, man kann ihn ziemlich gut lernen. Fangen wir an. Die besten Bedingungen bietet für diesen Trick ein Flyout, wo man gut und sicher auf einem Table landen kann. Als erstes ist es wichtig, das Fahrrad in der Luft in die richtige Position zu bringen, um den Trick überhaupt zu ermöglichen. Beim Tuck No-Hander legt man sich den Lenker in den Schoß. Dazu steht das Rad dann recht steil in der Luft, der Oberkörper geht zum Ausgleich nach vorne und klemmt so auch den Lenker unter den Bauch. Je weiter man nach vorne geht, desto sicherer bleibt der Lenker nachher im Schoß. Den Lenker in den Bereich einlegen und klemmen. Probiert mal nach dem Absprung zügig in diese Position zu gelangen und diese dann einen Moment lang zu halten. Hierbei könnt ihr schon mal darauf achten, dass auch die Knie eng beieinander liegen, um dem Rad nicht zu ermöglichen, sich wegzubewegen. Der nächste Schritt ist das Loslassen des Lenkers, was nicht nur etwas schwieriger ist, sondern auch gefährlicher sein kann. Deswegen solltet ihr das gut trainieren, damit ihr den Lenker später wieder gut im Griff habt. Am besten fangt ihr an, erstmal nur eine Hand vom Lenker zu nehmen. Immer wieder, bis ihr der Meinung seid, den Griff blind wieder zu fangen und dann sicher in der Hand zu haben. Das gleiche dann natürlich mit der anderen Hand oder abwechselnd, ganz wie ihr mögt. Erst wenn beide Hände wissen, was sie zu tun haben, könnt ihr beginnen, beide Griffe auf einmal loszulassen. Fangt klein an, indem ihr nicht zu hoch springt und nehmt die Hände anfangs nur ein kleines Stück weg vom Lenker. An dieser Stelle könnt ihr auch nochmal checken, ob ihr die Flugposition vom Anfang noch einhaltet. Oberkörper schön nach vorne, das Rad steil stellen und den Lenker schön in den Schoß gelegt. Jetzt geht's darum, Stück für Stück die Hände weiter vom Lenker wegzunehmen. Gleichzeitig müsst ihr natürlich auch immer etwas höher springen, sonst fehlt euch da die Zeit. Denkt nochmal dran, wenn ihr mit den Knien das Rad einklemmt, bleibt der Lenker besser in seiner Position und ihr findet die Griffe da wieder, wo ihr sie losgelassen habt. Wenn das Fahrrad sich in der Luft von euch wegbewegt, macht ihr irgendwas falsch. Damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt, tragt am besten eng anliegende Oberteile. Denn es kann passieren, dass sich breitere Klamotten zwischen Hand und Lenker klemmen und euch beim sicheren Landen behindern. Davon kann ich euch wirklich abraten. Ja, wie bei allen Tricks ist das Geheimnis, üben bis der Arzt kommt. Irgendwann sitzt das Ding und ist vielseitig einsetzbar. Also Freunde, denkt an eure Schutzkleidung und habt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Was machst du?